Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, heute werden wir ein bisschen shady und ich zeige euch Produkte, die per se vielleicht nicht unbedingt schlecht sind. Ich würde sie aber nie wieder kaufen, sollten sie leer werden. Hintergrund ist einfach, dass ich euch auch so ein Langzeit-Update zu bestimmten Produkten gebe. Oft ist es ja so, ich zeige euch ein Produkt, sage ich, das ist gut und das ist nicht gut und das versinkt in der Versenkung. Oder wie auch immer das heißt. Und deswegen dachte ich mir, heute machen wir so ein kleines Recap. Ich zeige euch Produkte, die ich seit einer Weile nicht mehr benutzt habe, beziehungsweise ich irgendwie gar nicht benutze. Und wir schminken daraus, ich glaube, fast ein Full Face. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und fangen gleich an. Schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich, dass ihr Lust auf ein neues Video von mir habt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls ihr es noch nicht getan habt, am Anfang während des Videos, wenn ihr mindestens einmal gelacht habt oder irgendwie Lust drauf habt, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und den YouTube-Algorithmus, dass die Videos euch auch wirklich angezeigt werden. Und ja, ich würde vorschlagen, wir fangen an und das tun wir gleich mit Primer. Und das ist hier der Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Primer. Der ist nicht schlecht, aber ich gebe keine 30 Euro mehr für Primer aus, die Feuchtigkeit spenden sind. Wenn ich 30 Euro für einen Primer ausgebe, dann möchte ich, dass dieser Primer mein Leben verändert, meine Steuererklärung macht, meine Miete bezahlt bzw. die Überweisung tätigt oder zumindest den Dauerauftrag einrichtet. Der ist gut. Ich finde, der tut aber genauso viel wie eine normale Hautpflegecreme von Balea. No Shade, ein bisschen Shade. Das ganze Video ist, glaube ich, ein bisschen shady. Einfach aufgrund dessen, dass ich die Produkte ja nicht mehr benutzen möchte. Der ist okay. Fühlt euch bitte nicht angegriffen, falls hier ein Produkt dabei ist, was für euch gut funktioniert. Für mich funktionieren die Produkte ja irgendwie auch. Ich würde sie mir noch nicht mehr kaufen, aber ich freue mich, wenn ihr vielleicht eins von den Produkten habt, die wirklich gut für euch sind. Weiter geht es mit Foundation. Und da habe ich eine Foundation, wo ich ein bisschen traurig bin, weil eigentlich mochte ich die ganz gerne. In der Review, das ist die NYX Born to Glow Foundation in der Farbe Natural 07. Glaube ich. Und irgendwie, also die Farbe ist total oft bei mir, die oxidiert auch ein ganz schönes Stück und irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also das hat sich jetzt nicht so eingebürgert bei mir, dass ich sage, das ist jetzt die Foundation, die ich für die nächsten Monate und Tage im Alltag trage. Ich habe hier tatsächlich Foundations, die ich wirklich jeden Tag benutze. Ich mische sie mir, ich nehme manchmal nur die und die ist halt nicht dabei und ich habe in einem Video, was ich gerade eben vorgedreht habe, auch das Video ist vorgedreht, habe ich gesagt, dass ich keine Foundations mehr kaufe für irgendwelche Videos, sondern ich will halt wirklich zumindest die Foundations aufbrauchen. Weil so eine Lidschattenpalette, die wird nicht unbedingt schlecht oder nicht so schnell schlecht. Eine Foundation dahingegen wird aber, die wird schlecht und die kippt um und das sieht nicht mehr schön aus im Gesicht und die einzelnen Inhaltsstoffe zersetzen sich. Und deswegen möchte ich erstmal so ein bisschen Foundations aufbrauchen. Vielleicht werde ich die auch mit aufbrauchen. Vielleicht benutze ich die einfach mal, wenn ich schon mit einer geschminkten Base hier vor der Kamera sitze, wo es halt nicht wirklich um die Base geht. Aber ja, also das ist jetzt keine schlechte Foundation, aber sie ist jetzt einfach nicht die Farbe, wo ich sage, oder das Produkt, wo ich sage, wow, das ist mein neues Favorite. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Käufe ihr bereut oder welche Käufe ihr vielleicht nicht mehr tätigen würdet, sollte das Produkt mal leer gehen. Ich werde auch ganz, ganz oft gefragt, ob ich mal so ein Aufgebraucht-Video machen kann. Aber ehrlich gesagt, macht das bei mir nicht so viel Sinn, weil das Einzige, was ich regelmäßig aufbrauche, ist Klopapier und Wattestäbchen. Und bei Make-up ist es sehr, 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 sehr selten, dass ich etwas wirklich aufbrauche. Und dann ist es vielleicht mal ein Concealer und das aber auch nur alle 3 Monate. Und ich bin so einer, ich lasse die Sachen dann nicht wochenlang rumliegen, bis ich dann mein Video gedreht habe. Also sie sieht schön auf der Haut aus. Ich habe wieder meine Mütze auf, weil ich mit meinen Haaren wirklich total unglücklich bin und nicht weiß, was ich mache. Vielleicht gehe ich nachher noch zum Friseur. Ihr werdet es dann aber wahrscheinlich bei Instagram gesehen haben. Also sieht gut aus, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, iconic. Genauso wie der Concealer hier, das ist der Nabla Concealer, der Close-Up Concealer. Auch der ist nicht schlecht, aber ich finde, vor allen Dingen in Kombination mit dem Puder, was ich gleich benutze von Nabla, ist der irgendwie, ich finde der Crease, der hat eine super schöne Deckkraft, ist ganz, ganz cremig und weich, aber das ist irgendwie, der ist nicht so, wo ich sage, wow,
Das habe ich in meinem Leben gebraucht. Ihr wisst ja, ich habe ja große, große Ansprüche an Concealer. Vielleicht, meistens ist es so, dass in den Videos, wo ich sage, okay, die Produkte würde ich nicht mehr kaufen, ich die Produkte untereinander mische und das Ganze am Ende wirklich gut aussieht. Vielleicht klappt das ja auch und am Ende lasse ich mich davon wieder überzeugen. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen für mich hilfreich, ne? Ich habe ja hier die ganzen Produkte da und am Ende stelle ich fest, ach, so schlecht sind sie gar nicht und vielleicht finde ich dann wieder ein neues Produkt, wo ich sage, das möchte ich jetzt gerne öfter benutzen. Schlecht sieht es jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Der Concealer lässt sich sehr, sehr gut verblenden, hat eine gute Deckkraft, könnte mehr sein, könnte weniger sein, ihr wisst es, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich finde aber, in Kombination mit diesem Nabla Puder hier, das ist das Close-Up Baking und Setting Puder. Und ich finde, baken kann man damit nicht wirklich. Also es sieht einfach nicht schön aus. Ich nehme wirklich Produkt auf und platziere das. Das ist sofort weg. Also bis ich da eine Baking-Schicht drauf habe, ihr seht es, ich gehe rauf und es ist sofort weg. Aber es sieht gut aus. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Produkt auf und möchte jetzt baken. Weil zum Baken muss eine Schicht Puder im Gesicht sein. Und erst nach der dritten Schicht Puder bleibt es auch da. Ansonsten zieht das sofort in den Concealer ein. Habt ihr es gesehen vorhin? Und dann gehe ich hier rüber und sie ist weg. Also es ist ein sehr, sehr... Es ist nicht so fein gemahlen tatsächlich, aber es lässt sich sehr schön in die Haut mit einarbeiten. Das ist eine gute Sache bei dem Puder. Aber irgendwie, auch dazu greife ich nicht. Ich bin aber auch, glaube ich, mittlerweile so festgefahren auf meinem Jeffree Star Puder, dass ich gar nichts anderes irgendwie zulasse. Wobei ich jetzt sagen muss, dass mir die Base so ganz gut gefällt. Zum Konturieren benutze ich hier von Dior den Rouge Blush in der Farbe 823. Auch der ist per se nicht schlecht, aber ihr werdet es gleich sehen, der ist zu stark. Der ist zu dunkel. Also man muss wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig hier reingehen und dann sich das Produkt wirklich präzise aufsetzen, weil sonst ist es zu dunkel. Also ich glaube, dass wenn man eine dunklere Hautfarbe hat, dass das damit wirklich schön funktioniert. Für meine Hautfarbe ist das aber recht kühl. Man muss da so präzise sein, ansonsten sieht es super, super fleckig und schmutzig aus. Und ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile an so einem Punkt beim Make-up, wo ich sage, ich möchte mir ehrlich gesagt nicht mehr so viele Gedanken drüber machen. Ich möchte es einfach auftragen und wissen, ich muss jetzt nicht hier wirklich Herzchirurgarbeit leisten, damit die Kontur da ist, wo ich möchte. Wisst ihr, was ich meine? Das soll nicht shady sein, aber das ist halt ein sehr, sehr gefährliches Produkt. Was ich damit gerne mache, ist, ich gehe stärker rein und gebe mir das dann hier so ein bisschen in den Bart rein, einfach um... ja, die Kontur so ein bisschen zu schärfen, weil ich nicht mit Cream Contouring hier in meinen Bart gehen kann. 90% von euch werden dieses Problem oder diese Lösung nicht haben, weswegen ich das hier auch mit reingenommen habe. Also ich benutze das und ich denke eh, dass ich das die nächsten 20 Jahre benutzen kann, weil da einfach super, super viel Produkt drin ist. Genauso wie dieser Highlighter. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, denn ich mag Jeffree Star sehr, 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 sehr gerne, aber... diese Supreme Frost Highlighter, das war nix. Also ich dachte mir bei Supreme Frost, mega, das ist ein krasser Glow, das ist ein mega blinding Ding. Aber das ist einfach nur soft und ultra glitzerig. Es gibt bestimmt Leute, die das mögen, aber ich kaufe mir keine Supreme Frosts mehr. Ich muss das richtig, richtig aufbauen. Und das Ganze sieht auch nicht, ja, das ist halt jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, wow, okay, ich blende damit die Hater weg. Dann spare ich das Geld hierfür und investiere es lieber in meine eigene Highlighter-Palette oder in die Highlighter von Rafa oder in Christine oder in wirklich blinding Highlighter, die nicht aussehen wie Pailletten auf dem Gesicht. Ich habe, glaube ich, keinen Blush und keinen Bronzer, den ich nicht benutzen würde. Ich finde, da kann man nicht ganz so viel falsch machen. Abgesehen vielleicht von, die Farbe ist nicht so die richtige. Da habe ich aber ehrlich gesagt nichts. Deswegen kommen wir gleich zu den Augenbrauen. Und da habe ich hier einen Augenbrauenstift von Yves Rocher. Ich mag diese Augenbrauenstifte ehrlich gesagt nicht. Ich nehme lieber diese feinen Stifte, beispielsweise von Benefit oder ich habe ihn euch neulich gezeigt, von Tarte, die wirklich eine feine Spitze haben. Aber das ist dick. Das ist wirklich nur dick. Und das gibt nur so ein... Also ich muss wirklich
kratzen. Und das ist halt einfach nicht präzise. Ich glaube, wenn man wirklich volle Augenbrauen hat und einfach nur so ein paar Lücken auffüllen möchte, so ganz leicht hier durchgehen, ganz leicht so ein bisschen Farbe reingeben, kann das gut sein. Aber für jemanden, der wirklich fast eine Kunst aus seinen Augenbrauen probiert zu machen, liegt ja immer im Auge des Betrachters, ist das, ja, es ist okay. Aber es ist mir nicht präzise genug. Also klar, ich kann ihn auch anspitzen und dann funktioniert das Ganze irgendwie mehr oder weniger, aber Genauso wie hier von Lime Crime, dieses Bushy Brow Ding. Ich benutze das ja eigentlich von Catrice, das gibt es leider nicht mehr. Ich bin sehr, 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 sehr traurig, dass es das nicht gibt. Es gibt dasselbe Produkt, aber von Lime Crime. Das ist wie ein Eyeliner, mit dem man sich Haare reinmalen kann. Und ich finde, dass das kaum Farbe abgibt. Also ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dann seht ihr das vielleicht. Man muss wirklich oft durchgehen, dass man Effekt hat. Bei dem von Catrice geht man einmal lang und man hat sofort ein künstliches Härchen drauf. Und das Problem, was ich bei diesem Produkt habe, ist, dass wenn ich es zette, dann verläuft das. Und das ist ehrlich gesagt nicht so optimal. Natürlich könnte ich sagen, okay, ich sette erst mein Gesicht mit einem Setting Spray und male dann die Haare drauf. Aber dann bin ich halt eigentlich schon fertig. So setten ist für mich die Kirsche auf der Sahne. Und es trocknet super, super schnell ein. Also das ist jetzt auch, glaube ich, durch das Produkt. Kommen wir zur Lidschattenpalette. Und ich weiß, dass ich dafür gelüncht werde von euch. Denn das ist die Anastasia Riviera Palette. Generell Anastasia Beverly Hills Paletten. Ich komme mit denen nicht so wirklich klar. Das ist mir schon persönlich fast zu viel Kickback und mir sind sie auch ehrlich gesagt zu teuer für das, was ich kriege. Wenn ich mir überlege, für 54 Euro kriege ich von Jeffree Star einen ganzen Kasten voll, kriege ich hier bei, ich glaube, mittlerweile kosten die auch 58 Euro von Anastasia, kriege ich nur, ja, so ein paar Farben. Die Palette wird sofort schnell schmutzig und ich finde, ich glaube auch dieser Anastasia-Hype ist einfach weg. Den haben sie selber sich entfernt. 2019 kamen, glaube ich, 20 Lidschattenpaletten raus und ich dachte mir so, okay, Freunde, stop it. Ich kann nicht mehr. Das ist mein Job, Make-up zu reviewen und ich habe gar keine Lust mehr, jede Woche euch zu besorgen. Weil ich meine, es kostet auch was. Und ich weiß, dass wir können uns nicht jede Woche eine neue Anastasia-Palette leisten. Und dann denke ich mir, okay, investiert doch lieber das Geld und macht was Krasses, als jede Woche eine andere Palette rauszuknallen. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Coastline und blende mir das hier so aus. Und ihr seht, also das ist eine sehr weiche Farbe. Es ist halt eine schöne Transition Shade, ne? Aber ich möchte eigentlich, ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, ich möchte, wenn ich so viel Geld ausgebe, Farben haben, die nicht mehrmals vorkommen. Ich glaube, in der Palette ist jetzt keine Farbe, die schon mal ein paar Mal vorgekommen ist. In diesen Paletten. Es gab ja dann diese Norvina-Paletten. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für 50 Euro haut mich das jetzt hier nicht um. Ich möchte, wenn ich hier reingehe, so ein bisschen flexibler sein. Und irgendwie ist das nicht so. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Spaß bei Anastasia ist bei mir mittlerweile einfach leider weg. Seht ihr, also ich gehe wirklich oft rein, um mir diese Farbe aufzubauen. Und ja, es ist eine Transition Shade. Aber es gibt auch Transition Shades, die ein bisschen mehr Bums haben. Ich glaube, das war auch die erste Anastasia-Palette, die bunt war. So richtig bunt, nicht so mit soften Farben. Aber, ja, ich weiß es nicht. Ich meide auch tatsächlich die Farben Bahamas und Cannes, weil das sind gepresste Pigmente, was nicht schlimm ist. Aber die färben tatsächlich euer Lid einfach sehr, 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 sehr stark ein. Und vor allen Dingen bei der Palette habe ich echt Probleme, die Farben abzukriegen. Also manchmal ist es 3 bis 4 Tage noch dieselbe Farbe auf meinem Auge oder auf der Haut. Okay, die Farbe ist okay. Ich habe sie mir ein bisschen aufgebaut. Ist ein schöner, softer Look. Man könnte jetzt auch sagen, okay, es ist fertig. Ich ziehe mir einen Eyeliner und mache ein bisschen Mascara auf und kann in die Schule gehen. Ich verdunkel das Ganze jetzt aber noch ein bisschen mit Monte Carlo. Und das presse ich mir hier außen hin und gebe mir das auf mein Lid. Und mache so einen, ja, so einen süßen, romantic Valentinstag-Look. Valentinstag ist schon vorbei, aber fürs nächste Jahr. Die Farben funktionieren wirklich, wirklich gut auf einer nassen Base. Manchmal mache ich das und habe Lust, mit einer nassen Base zu arbeiten. Dann muss ich aber definitiv länger ausblenden und länger hier sitzen und arbeiten, dass es weich ist. Auf einer trockenen Base geht das Ganze auch, ihr wisst es, aber
es ist dann halt einfach alles so ein bisschen softer. Okay, so sieht das Ganze wirklich, wirklich akzeptabel aus. Ich nehme ein ganz kleines bisschen Palm und setze mir das hier außen hin für ein bisschen Tiefe. Und würde sagen, der Lidschatten-Look ist fertig. Das ist jetzt kein Look, ich wollte es euch aber einfach nur mal kurz demonstrieren. Es ist ein süßer Look, man könnte damit bestimmt was machen. Ist jetzt aber tatsächlich nicht so mein Vibe. Also, weil... Okay, Trash. Haut mich halt nicht so wirklich vom Hocker. Eyeliner. Ich hatte hier einen und das ist... Boah, der hat mir ja schon sehr, sehr viele und uns vor allen Dingen als Community sehr viel Lacher gebracht. Das ist der von Tarte. Den habe ich in PR bekommen. Ich finde ihn aber auch nicht so gut. Die Spitze ist halt sehr, 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 sehr fest und ich habe vergessen, euch wieder ranzuholen, Freunde. Aber die Kamera ist mittlerweile auch so weit weg, dass ich gar nicht rankomme. Der ist nicht so mein Eyeliner tatsächlich. Ja, ne? Ist jetzt nicht so der spannendste Look. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Ich lasse den Eyeliner kurz trocknen, weil der stempelt sehr, sehr gerne ab. Und in der Zwischenzeit möchte ich mir ein Liquid Lipstick auftragen. Und auch das ist ein Produkt. Per se ist es nicht schlecht, aber das ist, sind diese Jeffree Star, wie heißen sie? Velour Liquid Lipsticks, aber in Schimmer. Und ich trage ihn euch gleich auf. Der war in der Mystery Box drin und deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen. Ich kaufe keine Produkte mehr aus Mystery Boxen. Oder ich kaufe keine Mystery Boxen mehr, so heißt es. Das ist eine spannende Farbe, aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Deckkraft ist nicht so hoch. Also ich muss das ein bisschen aufbauen und ich finde, dieses Problem bei diesen Metallic Liquid Lipsticks ist, dass das Ganze super, super crusty aussieht. Und das ist... Ich möchte nicht crusty aussehen. Und als Mascara habe ich hier von Benefit die Bad Girl Bang Mascara. Die ist gut, aber ich habe eine viel, viel bessere Mascara gefunden aus der Drogerie. Ich zeige sie euch, sonst macht das keinen Sinn, wenn ich das sage. Das ist die Rival de Loop Never Seen Before Mascara. Das ist die beste Mascara, die ich aktuell habe. Sie kostet, glaube ich, 1,29 € und stellt wirklich alles in den Schatten. Die ist gut, aber ich kaufe keine teuren Mascaren mehr. Ich möchte euch motivieren, euer Geld auch so ein bisschen zu sparen für Mascaren. Oder Mascara? Was ist die Mehrzahl von Mascara? Mascaren? Ihr wisst, was ich meine. Das ist unnötig. Ihr müsst eure Mascara eh gefühlt alle 3 Monate wegwerfen. Die hält jetzt angeblich 6 Monate, aber als wenn ich 6 Monate lang dieselbe Zahnbürste benutzen würde. Und damit bin ich sogar an meinen Augen. Also, nicht unbedingt. Ich glaube, Freunde, wir machen noch ein bisschen Blush mit drauf, dass das Ganze etwas so aussieht, als wäre es gewollt und gekonnt. Ich nehme jetzt hier von Joué diese Blush-Palette auch, ja, auch die könnte ich euch zeigen. Die ist gut. Das ist eine wirklich schöne Blush-Palette. Aber ich kaufe keine High-End-Blushes mehr. Also, mache ich nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Ich finde, bei Blush kann es ruhig etwas günstiger sein. Ich würde sagen, 20 € für einen Blush oder für eine Blush-Palette ist okay. Mehr. Aber definitiv nicht. Ich finde, ohne die Lippen würde das Ganze, glaube ich, auch sogar halbwegs akzeptabel aussehen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Produkte eure absoluten Fail-Produkte sind, welche ihr nicht mehr kaufen würdet, falls sie leer gehen sollten. Das ist wirklich kein Shade. Das sind alles Produkte, die an sich gut funktionieren. Ich würde sie nicht mehr kaufen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.